Kommt dann irgendein, da kommen Leute in die Moschee rein, und wollen Informationen über den Islam haben, beim Tag der offenen Moschee. Und dann wird denen erzählt, ja, Juden und Christen kommen auch ins Paradies. Das ist nicht Islam. Das ist nun mal nicht Islam. Sondern der Islam nimmt für sich in Anspruch, so wie jede andere Religion auch, für sich in Anspruch nimmt, die wahre Religion zu sein, so nimmt auch der Islam für sich in Anspruch, die wahre Religion zu sein. Und deswegen, wer an dieser wahren Religion teilhaben will, soll nach vorne kommen. Gibt es jemanden hier, der Islam annehmen will? Der Erste, Alhamdulillah. Allahu Akbar! Ist noch jemand hier, der Islam, den Islam annehmen will? Noch jemand? Allahu Akbar! Noch jemand? Ist doch hier, jetzt haben wir 1, 2, 3. Ist doch jemand hier, der den Islam annehmen will? Okay, dann haben wir 3 Leute, die den Islam annehmen wollen. Alhamdulillah. Also, wenn man vielleicht stellt ihr euch mal so hin, so im Halbkreis, so ein Schirm, und ihr da. Schade, aber dann kann ich besser mit euch reden. So. Also, wenn man den Islam annimmt, wenn man sagt, Eschhadu an la ilaha illallah, dann bezeugt man damit, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Allah ist nicht der Gott der Araber, so wie das einige darstellen wollen, er ist der Gott aller Menschen, sein Eigenname von Allah. Allah hat viele Namen, aber es ist ein Gott. Ja? Er ist der Allbarmherzige, der Allweise, etc. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums. Und deswegen ist er auch der Einzige, der das Recht hat, angebetet zu werden. Das heißt, wenn wir beten, beten wir zu ihm. Wenn wir fasten, fasten wir für ihn. Wenn wir Dua machen, Bittgebet machen, dann beten wir nicht, wenn wir schönes Wetter haben wollen, zum heiligen Petrus. Und wenn wir etwas suchen wollen, zum heiligen Anton. Und wenn wir etwas auf Reise gehen, zum heiligen Christopher. Sondern wir beten nur zu Allah. Wir beten nicht zu Mohammed. Wir beten nur zu Allah alleine. Er ist der Einzige, der das Recht hat, angebetet zu werden. Und er ist der Einzige, der die vollkommene Macht hat. Okay, das ist, wenn man sagt, Eschhadu an la ilaha illallah. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und wenn man sagt, Eschhadu anna Muhammad Rasulullah, ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, dann bezeugt man damit, dass das, womit der Prophet Mohammed gekommen ist, die volle Wahrheit ist. Dass der Koran die Wahrheit ist. Dass jedes Wort im Koran die Wahrheit ist, unverfälscht ist, gültig ist. Ja? Das, was der Prophet gesagt hat, dass man sich daran halten muss. Natürlich ist es am Anfang so, es wird für euch auch bestimmt schwer sein, alles 100% zu praktizieren, aber man muss halt sich immer anstrengen, um das Beste zu geben. Dann, wenn man bezeugt, dann bezeugt man damit auch, wenn man sagt, Eschhadu anna Muhammad Rasulullah, ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, bezeugt man damit, dass das, was er verboten hat, dass wir das verboten ansehen müssen. Und dass das, was er berichtet ist, dass es die Wahrheit ist und dass wir Allah so anbeten, wie er es uns gezeigt hat. Das heißt, wir erfinden nicht irgendwelche neuen gottlichen Taten, machen Salto rückwärts und Breakdance in der Disco und denken, wir haben Allah gedient, sondern wir machen so, wie der Prophet gezeigt hat, okay? Seid ihr davon überzeugt? Wollt ihr jetzt ein neues Leben beginnen? Ja. Wenn ihr das jetzt sagt, mit der Absicht, den Islam anzunehmen, dann werden inshallah alle eure Sünden vergeben, okay? Soll ich sagen, pass auf, ihr sagt das erstmal auf Deutsch und danach sage ich es nochmal auf Arabisch vor, ja? Also, ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Ja, alle zusammen, oder? Wollt ihr macht alle zusammen. Also komm ein bisschen näher zu mir. Also ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Eschhadu an La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Takbir.
jetzt noch mal, jetzt noch mal, ist noch ein Buch, dann sind wir nächste Woche, inshallah. Takbir! Schade, beim nächsten Mal, inshallah. Ist noch jemand hier? Komm, gib dir einen Ruck. Okay, erstmal für die Geschwister. Ich wollte euch sagen, bitte, guck mal, wenn man nach Hause kommt, ja, dass man dann, nimmt man ein rituelles Bad, eine rituelle Dusche, das ist sozusagen, dass man damit rituell seine ganzen Sünden, die man gemacht hat, abwäscht. Ist sowieso vergeben, aber das ist eine Sünde, okay? Dann sollt ihr bitte so schnell anfangen zu lernen, wie man betet, okay? Eine Frage, du bist bestimmt mit Freunden hier, ne? Ja, bitte Geschwister, bringt den Bruder bei, weil natürlich, wir gehen von Stadt zu Stadt, es ist für uns nicht immer so einfach, jedem was beizubringen, ja? Bringt ihm das Gebet bei. Dann, mit wem bist du hier? Ich bin mit meinem Bruder Mohammed. Okay, Bruder, du hast die Verantwortung, du musst ihm das Gebet beibringen. Und dann die Moscheen, die hier sind, ja, dass er die mitnimmt, dass er die Brüder an die Hand nimmt. Und die Schwester natürlich auch. Schwester, du bist auch mit Freundin hier wahrscheinlich, denke ich, mit der Cousine, mashallah. Und die ist auch Muslimin, Bruder. So, für dich auch, bitte, für die Cousine. Kümmere dich um die neue Schwester. Möge Allah die neuen Geschwister segnen. Möge er sie ins Paradies führen. Möge er sie festigen. Möge er in Glückseligkeit im Diesseits und im Jenseits geben. Und möge er alle Feinde, die heute hier sind, möge er sie rechtleiten. Möge er die Feinde, die heute hier sind, rechtleiten. Und möge er sie dazu führen, endlich mal zuzuhören. Und endlich mal die Augen aufzumachen. Und endlich mal die Wahrheit sehen zu wollen. Und die Geschwister, die heute hier sind, liebe Geschwister, ich will euch noch etwas mit auf den Weg geben. Ja? Ich bin heute in Dortmund. Wir sind gestern hier durch die Stadt gegangen. Ich möchte euch eine Sache sagen. Eine Sache möchte ich euch sagen. Liebe Geschwister, wir haben eine Verantwortung. Versucht den Islam auf die beste Art und Weise darzustellen. Wenn ihr Brüder seht, die sich benehmen wie Gangster XY, ja? Die einen auf Gangster machen wollen, dann nehmt ihr an die Hand. Sagt ihr, pass mal auf, Bruder, ist das die Art und Weise? Ist das Islam? Nehmt ihr an die Hand, nehmt ihr mit in die Moschee, nehmt ihr mit in die Moschee, sagt hier das Gebet. Dann für die Brüder und Geschwister, die heute hier sind, die nicht beten. Ich will euch eine Sache sagen. Liebe Geschwister, wir lieben für euch das Beste. Wir wollen für euch das Beste. Liebe Geschwister, der Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, er beschreibt die Situation in der Hölle. Und da wird gefragt, was hat euch in die Hölle gebracht? Die erste Antwort, die sie sagen, ist Lam nakum al musallin. Wir gehören nicht zu den Beteten. Da ist die Surat al-Mudathir, da steht das drin, auf der letzten Seite. Bitte, liebe Geschwister, fangt an. Wenn ihr heute hier weggeht, ich war heute hier, nehmt euch vor, sagt, ich will anfangen zu beten. Und ich weiß ganz genau, es gibt immer einige Ausreden. Es gibt immer einige Ausreden. Ja, mein Chef. Ja, mein Chef. Ich sage dir eins, hast du deinen Chef schon mal gefragt? Frag deinen Chef mal. Du hast vielleicht ein, zwei Gebete, die du auf der Arbeit beten musst. Wie lange dauert das? Wenn du dich beeilst, dann besorgst du dir noch solche Lederstrümpfe, da brauchst du die Füße nicht zu waschen. Ja, man muss es nur organisieren hier. Schaut mal hier. Man kann auch Mess machen. Und man kann auch über dicke Strümpfe, da gibt es auch die Meinung. Aber auf jeden Fall, liebe Geschwister, macht, betet auf der Arbeit. Ja, frag den Chef mal. Wir haben einen Bruder gesehen, der hat nicht gebetet auf der Arbeit. Und da wurde ihm gesagt, mach Dua, bete zu Allah in dieser Nacht, dass Allah dir die Kraft gibt. Und dann geh morgen zum Chef und frage deinen Chef morgen. Was passiert? Er ging am nächsten Tag zum Chef und hat zum Chef gesagt, Chef, ich möchte beten. Ich bin Muslim, ich muss fünfmal am Tag beten. Darf ich das? Was hat der Chef gesagt? Der Chef hat gesagt, ja, ja, natürlich, natürlich. Und dann hat der Chef für ihn extra einen Gebetsplatz fertig gemacht und hat ihm sogar einen Teppich gegeben. Und deswegen schaut euch das an, macht Dua zu Allah, dass Allah euch hilft, das Gebet zu praktizieren.